Willkommen zu Quick Understanding of Block Extrusion, doch Cube genannt. Wir sind gerade mit einem Fahrstuhl hier runtergefahren und scheinen doch leicht überrascht zu sein, was wir an unseren Händen haben. Und hier mit dem ersten roten Block werden wir auch zum allerersten Mal unsere Hände einsetzen. Wir haben gerade eben gesehen, dass sie noch weiß waren, jetzt sind sie auf einmal rot. Mit der linken Maustaste können wir die ganze Sache ausfahren und so häufig nutzen, wie wir scheinbar können. Und mit der rechten Maustaste können wir das Gegenteil machen, und zwar das Ganze verschwinden lassen. Wiederum sieht man, hier müssen wir das Ganze anders machen. Hier gehen wir hin, basteln uns eine kleine Treppe. Wir bekommen schon gleich eine neue Farbe, die auch gleich anders funktioniert. Wenn man runterdrückt, wird man nach oben geschleudert. Gucken wir hier rauf. Ja, wunderbar. So schleudern wir uns. Interessanterweise nicht mehr nach oben. Ah, okay. Sehr interessant zu sehen, wie die letzten jetzt anders funktioniert haben. Wir wissen auf jeden Fall, die sind zum Rumschmeißen und die sind zum selber rausfahren. Gucken, können wir noch? Nope, das ist das Maximum. Wunderbar. Und war jetzt zu erwarten, dass wir... das ist ein Ding. Drücken wir einmal drauf, fahren alle raus. Und wenn man springen kann, dann kommt man da auch hoch. Okay. Moment. Ah, je nachdem, wo man draufklickt, wird der höchste definiert. Dadurch, dass ich auf den allerletzten als erstes geklickt habe, man, in welcher Reihenfolge das Ganze angeordnet wird. Das ist ganz interessant eigentlich. Und damit haben wir scheinbar auch schon das Tutorial hinter uns gebracht. Okay. Ich gehe mal davon aus, so rum, dass wir da hochklettern können. Und dann müsste es ja eigentlich schon so rum sein. Oder eigentlich genau andersrum. Wenn ich das Ding noch... Ach so, ich kann es noch einen weitermachen. Ja, okay. Dann sollte das auch so funktionieren. Aber noch nicht jetzt. Aber den kann man vermutlich sogar schon machen. Das ist relativ fies gehalten. Irgendwie... Ach so, vielleicht sollte ich das einfach so halten. Ja, okay. Ich dachte, ich müsste mit Timing das Ganze machen, aber man muss einfach nur die richtige Kombination dafür finden. So, bis hier. Okay, ich hatte kurzzeitig die Angst gehabt, dass das auf Zeit läuft. Aber das scheint nicht der Fall zu sein.
Ja, bisher haben wir noch nicht wirklich eine Antwort, warum wir das Ganze hier machen. Aber wir haben bereits den ersten Sektor komplett hinter uns gebracht. Und kommen jetzt auch schon zum zweiten und sehen. Ah. Können tatsächlich. Okay, ich kann mit den Händen drum wuchteln, aber eigentlich auch nur bei dem Spaß. Was habe ich davon? Ah, das ist also ein komplett beweglicher Block. Okay, das heißt, wenn ich hier hingehe. Ah, und so haben wir im Endeffekt eine weitere Stufe erzeugt. Und können weitermachen. Sehr interessant. So. Wir wissen, wir müssen hier hin. Wir gehen so. Haha. Okay. Jetzt gehen wir hin, machen das so weit, wie es geht. Und nutzen das Ganze dann so, um hier hochzukommen. Der grüne Block gefällt mir überraschend gut, muss ich zugeben. Okay, wir können den hier wieder rausschieben. Wir sollen den da hochbommeln. Okay, dann gehen wir hin, schieben den, kann man den selber persönlich nochmal ein bisschen verschieben, denn das ist nicht sonderlich toll jetzt hier. Das missfällt mir leicht. Ich komme daran nicht vorbei. Die Möglichkeit, ach, da oben. Ich habe den Reset-Button gesucht. Und so, probieren wir es am besten einfach nochmal. Ist ein bisschen schade, dass der Schubser im Endeffekt halt den so aus der Bahn geworfen hatte. Na, vermutlich müssen wir das Ganze anders regeln, und zwar so. Ja, das bei Weitem sicherer. So, dann schubsen wir uns mal auch mal mit hoch. Und Moment mal. Vielleicht müssen wir den cleverer lösen. Nochmal runter. Mit den nochmal hoch. Interessant, dass der dann so komisch ist. Ja, also der sollte schon ganz oben sein, oder? Wieso tue ich mich jetzt hier so schwer? Das ist eine interessante Frage. Ich hätte hier irgendwie fast hochgeschafft. In einer Art und Weise, die ich vermutlich nicht hätte nutzen sollen, aber... Das ist jetzt echt die Frage, warum ich da nicht hochkomme. Ich meine, der ist klar. Vielleicht sollten wir das ja noch vorbereiten. Hm. Der ist super simpel, aber ich verstehe nicht, warum ich so viele Probleme habe damit. Dachte, so schiebt man ihn dann rüber. Okay. Ja, aber warum? Warum sollte ich das? Ah. Ja, okay.
Ein Ball. Okay, wenn wir Ball zurücksetzen, sollte er dann rüberrollen. Machen wir den kaputt, das ist ja mit dem Effekt Wurst. Dann soll er da runterrollen. Vermutlich nicht. Ich gehe davon aus, dass wir ihn hiermit stoppen. Was bringt mir... Ah, okay, der soll also wirklich scheinbar hier komplett rübergebracht werden. Nope. Kann ich den selber jetzt... Nope, ich laufe da vollkommen durch. Was bringt mir das? Der Ball bleibt dann auch automatisch stehen. Also wenn keine Kraft mehr, dann keine Kraft mehr. Mal nochmal bitte. Da kann ich auch nichts weitermachen. Muss ich den oder kann ich den vielleicht sogar bewegen? Jetzt muss ich hingehen. Ah, nicht ganz. Die sollen auf jeden Fall irgendwas tun, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Denn das Problem ist ja ganz klar, der würde jetzt hier als nächstes reinfallen, egal was ich mache. Wie kriege ich den da rüber? Muss ich den schubsen? Ich muss den schubsen, natürlich. Haha! Hey! Gehen wir auf zum dritten Sektor? Ach du heilige Möhre. Okay, ich kann den halt hochfahren. Und dann, weil ich da drauf stehe. Ha, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Ach du heilige. Okay, wenn wir es schaffen sollten, hier raufzuspringen, dann sollte das schon erledigt sein. Sehr cool. Okay, damit drehen wir das. Auf dem Boden haben wir die Kollegen. Auf der Ebene eigentlich, da haben wir nur die Hüpfbogen. Die können wir vermutlich komplett rausfahren. Die Aufgabe ist, dass dieses Teil genau hier ist. Wunderbar. Und du dahin. Ja, jetzt drehen wir uns das Ding nur noch richtig. Was soll jetzt drehen, was halt richtig ist? Einmal rum. Und dann merken wir, dass wir irgendwie nicht hier hochkommen. Und nun? Was bringt mir der Schmuck? Kann ich auf die Dinger draufspringen? Nope. Also da kann man nicht schummeln in der Hinsicht. Schon der erste sehr interessante Fall. Ich gehe mal davon aus, wir sollen hier hin.
drücken den rein, drehen den, aber nee, die schaffen den Sprung selbst nicht. Ach so. Okay, wir gehen dann so, ja, okay. Wir lassen es dann im Endeffekt fallen. Okay, da sollen wir nicht lang. Klare Ansage. Und ich gehe mal davon aus, dass wir den hier irgendwie hinbekommen sollen. Okay, ich kann dich hinpupsen. Dahin. Und könnte ich den... Ich probiere einfach mal rum. Achso, da darf keiner draufstehen. Okay. Ja, und wenn man sich natürlich clever anstellt, dann würde man das auch richtig machen. Du als allererstes musst dahin, damit wir den dann da hochschieben können und... So, aber das war doch schon eigentlich relativ schnell, relativ gut. Wir können drehen. Zwar wie immer das Teil, okay. Die Sache ist... Ah, ich sehe es schon. Das große Problem... ist, dass wir das Ding da draufstellen sollen. Da oder da vermutlich. So, was bringt uns jedoch das Ganze zu drehen? Okay, das große Problem ist, wenn wir das drehen, fliegt das Ding komplett. Das sah leicht merkwürdig aus. Ich probiere jetzt wirklich einfach mal nur blöd herum, um zu sehen, was das Spiel macht. Einfach mal ganz kurz gucken. Das ist das Maximum. Wir brauchen also den hier drauf. Schräg. Mach mal bitte jetzt nicht, dass das so einfach ist, oder? Nicht, aber mal sehen. Nach oben. Das ist vermutlich sogar so einfach, ja. Stellen wir uns hier drauf. Ah, okay. Das sah irgendwie auf dem ersten Verdacht schwerer aus. Ich muss sehr sagen, dass es sehr cool ist, wie sich das Ganze hier verändert. Jupp. Und ach du Heilige. Da hat aber jemand nicht aufgepasst beim Arbeiten. So. Alles durch. Interessant, wir behalten das Ding bei.
falsche Richtung. Sehr coole Rätsel dabei, aber mal sehen. Okay. So. Nein, nicht so rum. Egal. Einfach einmal durchdrehen, dann haben wir eigentlich... Ich schaff's immer wieder irgendwie die falsche Taste zu drücken. So. 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 Ja, und durch geht er.